So, Deutschland mir extrem viel. So, auch hallo nochmal an alle, die das Ganze wirklich auf dem Recording nachschauen. Mega schön, dass ihr alle Ladies wirklich hier am Start seid. Und an alle, die wirklich jetzt live hier im Call sind, ich würde euch einmal bitten, macht doch einfach mal alle bitte eure Cams an, weil es ist so, so viel schöner, wenn wir uns wirklich einfach alle sehen können. Ich sage auch immer zu meinen Mädels oder zu meinen Leuten wirklich im Team, hey, mach das nicht irgendwie für mich, sondern mach es wirklich einfach für dich, weil irgendwann wird der Tag kommen, wie es gestern zum Beispiel war, dass wir ein Event haben, wo wir uns alle persönlich kennenlernen können. Und das ist einfach viel, viel schöner, wenn wir uns einfach schon so ein bisschen durch die Cams kennen. Und so ist es wirklich auch von Call zu Call. Wenn ihr jede Woche sonntags um 18 Uhr am Start seid, dann werdet ihr selbst auch merken, dass ihr wahrscheinlich immer dieselben Gesichter sehen werdet. Zum Beispiel sehe ich jetzt hier auf meiner Seite, auf meiner ersten Seite direkt die Laura. Und ich weiß genau, Laura hat immer die Cam an. Laura ist immer auf jedem Call am Start. Und Laura ist nicht mal bei mir in meiner Organisation, aber ich kenne Laura trotzdem, weil ich ganz genau weiß, dass sie immer am Start ist. Und deswegen ist es echt mega, mega cool, wenn ihr wirklich alle einfach mal eure Cams anschalten würdet. Und genau, ja, ich würde dann einfach mal ganz kurz starten, kurz mal mich kurz vorstellen für die Mädels, die mich wirklich noch nicht kennen. Ich bin Jasmin, wie Audrey schon gesagt hat, nennt mich bitte Jassi. Jassi ist tatsächlich mein Spitzname so aus der Kindheit. Meine frühen Freunde und Familie haben mich immer Jassi genannt. Und ich finde es eigentlich ganz cool, weil hier im Business finde ich es wirklich vor allem jetzt unter Frauen, aber generell auch, egal welches Geschlecht man hat. So, ich finde, es macht irgendwie wieder diese Family-Stimmung, hebt das wieder so ein bisschen hervor. Wenn man wirklich einfach mich so Jassi nennt, das ist irgendwie so ein bisschen closer, ein bisschen familiärer. Deswegen, genau, ich komme aus Frankfurt und ganz kurz zu mir, sage ich mal, was ich vor IM gemacht habe. Ich komme aus der Unternehmensberatung und Wirtschaftsprüfung. Und das heißt, ich habe eigentlich schon so ein komplett fertiges Leben gehabt. Und ihr müsst euch halt vorstellen, voll viele hier bei IM, die kommen vielleicht von der Schule oder von Situationen, wo viele noch gar nicht wissen, was sie genau machen wollen. Und bei mir war es halt wirklich so, sorry, ich muss leider hier im Wohnzimmer den Call machen. Deswegen muss ich ja nochmal meine liebste Mutter bitten, mal ein bisschen ruhiger zu reden, leider. Ich kam wirklich so aus der Unternehmensberatung und Wirtschaftsprüfung. Das heißt, ich hatte meine Wohnung, ich hatte mein Auto, ich hatte meinen perfekten Job, ich habe studiert und alles. Und habe dann halt wirklich durch einen Zufall, sage ich mal, in Anführungszeichen, IM kennengelernt. Warum Zufall in Anführungszeichen? Ich persönlich denke, es gibt keine Zufälle. Alles, was im Leben passiert, passiert aus einem Grund. Und genau deshalb habe ich dann wirklich diese Chance einfach ergriffen und habe auch gesagt, hey, ich mache das Ganze und habe das wirklich komplett von Anfang an all in durchgezogen. Habe direkt am ersten Tag quasi, wo ich für mich beschlossen habe, hey, ich ziehe das Ganze durch, direkt auch meinen Job gekündigt, um einfach wirklich für das Team auch da sein zu können. Wirklich einmal auf der einen Seite das Trading wirklich für mich lernen zu können und auf der anderen Seite wirklich Vollzeit zu jeder Tages- und Nachtzeit einfach für das Team da sein zu können. Und heute, die liebe Audrey hat es schon gesagt, heute geht es wirklich darum, wie sprichst du mit dir selbst? Und das war vor allem eine Sache, die habe ich am Anfang sehr stark festgestellt, die mich in diesem Business, aber auch wirklich in allen anderen Lebensbereichen extrem weiterführen kann, wenn ich mich wirklich mit Dingen wie diesen beschäftige. Weil wir wissen alle, Personal Development und sich mit dem Mindset und Spiritualität zum Beispiel zu beschäftigen, ist einfach extrem, extrem wichtig. Und genau das war quasi der Punkt, wo ich angefangen habe zu überlegen, okay, wie sprichst du eigentlich mit dir selbst? Weil wir kennen alle diese Sätze, oh Mann, bin ich blöd, oh Mann, bin ich dumm, oh wieso, ah, das ist ja, habe ich wieder richtig Scheiße gebaut oder sowas. Und genau diese Sachen, die dürfen wir auf gar keinen Fall zu uns selbst sagen. Und ich erwische mich, um ehrlich zu sein, Mädels, ich bin ganz ehrlich mit euch, ich erwische mich heute noch manchmal dabei, dass ich zum Beispiel, was ich momentan super oft sage, ich bin so lost. Ich weiß nicht, ob lost einfach irgendwie das Jugendwort 2021 ist, keine Ahnung. Aber auch das sollte man nicht über sich selbst sagen. Weil dein Gehirn kann nicht unterscheiden, wenn es etwas hört, ob es eine Lüge ist oder die Realität und die Wahrheit. Und wenn du selbst aussprichst, oh Mann, ich bin so dumm, dann wird dein Gehirn nicht wissen, ob du wirklich dumm bist oder ob du es einfach aus Spaß sagst. Deswegen, es ist extrem, extrem wichtig, dass du wirklich solche Dinge komplett aus deinem Wortschatz streichst. Und ich, egal wie merkwürdig es manchmal ist, selbst wenn ich mit neuen Leuten rede, die mich vielleicht noch gar nicht kennen, wenn die irgendwie auch Spaß auch zu sich selbst sagen, oh Mann, wie dumm ich bin oder sowas, dann weise ich auch wirklich jeden darauf hin, hey, du musst unbedingt aufhören, so mit dir selbst zu reden. Weil der Self-Talk und wie du dich wirklich selbst siehst, ist genau das, wie du auch
wie du dich selbst fühlst, wie du nach außen wirkst und alles, wie du einfach selbst dein eigenes Ich wirklich wahrnimmst. Und deswegen versuch wirklich auch das Ganze in Affirmationen umzuwandeln. Und ihr wisst ganz genau, das Thema Affirmation ist extrem, extrem wichtig. Das heißt, mach euch wirklich Affirmationen, schreibt euch wirklich welche auf. Wenn ihr jetzt nicht genau wisst, hey, wie soll ich das machen oder so, ich kann euch sagen, wie ich es am Anfang gemacht habe. Ich war auch komplett neu mit diesem Thema. Ich wusste nicht mal, was Affirmationen sind am Anfang. Und ich habe mir sehr, sehr viele Mentorship-Calls angeschaut, vor allem von Ilya. Und es gibt einen Mentorship von ihm, der heißt Create Growth in Your Life. In diesem Mentorship, da redet er über seine eigenen Affirmationen, die er ganz am Anfang hatte. Und ich habe mir einfach, wie gesagt, ich wusste nicht mal, was Affirmationen sind, gefühlt. Und ich habe mir einfach diese Affirmation, ich habe quasi das Video auf Pause gedrückt und habe dann diese Affirmation einfach 1:1 abgeschrieben. Einfach 1:1 kopiert. Und irgendwann war ich an einem Punkt, wirklich, du musst diese Affirmation wirklich, oder du solltest, das ist wirklich einfach eine Empfehlung von mir an dich, versuch wirklich diese Affirmation jeden Morgen unbedingt zu lesen, laut vorzulesen. Create Growth in Your Life heißt der, genau, von Ilya Zubix. Und versuch wirklich diese Affirmation jeden Morgen und jeden Abend vorzulesen, laut vorzulesen. Und da habe ich mich selbst auch am Anfang die ganze Zeit angelogen. Weil ich habe die ganze Zeit gedacht, ja, es reicht, wenn ich das irgendwie einfach so durchlese. Aber genau da kommen wir zu dem Punkt, wo ich eben war. Dein Gehirn kann nicht unterscheiden zwischen Wahrheit und Realität, aber nur, wenn es etwas wirklich hört. Zwischen Wahrheit und Lüge, meine ich. Das heißt, du musst oder du solltest wirklich diese Dinge dir laut vorlesen. I am a chairwoman. Ich bin reich. Ich bin schön. Ich bin klug. Ich kann das. Und ich habe, wie gesagt, einfach die Affirmation von Ilya genommen, 1:1 so runtergeschrieben, obwohl sie gar nicht auf meine Situation gepasst haben zu dem Zeitpunkt. Trotzdem habe ich sie 1:1 so runtergeschrieben, jeden Tag durchgelesen, irgendwann realisiert, okay, ich muss sie laut vorlesen, jeden Tag laut vorgelesen. Und dann wird irgendwann nach ein paar Tagen vielleicht sogar oder nach ein paar Wochen spätestens der Punkt kommen, wo ihr selbst merkt, okay, ich kann die Affirmation jetzt anpassen und ich weiß, was ich in meinem Leben brauche und was ich vielleicht brauche, was ich mir selbst sagen muss. Und so kommt es quasi, dass ihr einfach eure Affirmation für euch selbst neu definieren könnt. Und was für mich persönlich einer der wirklich, ja, ich würde sogar sagen, einer der ausschlaggebendsten Punkte generell in diesem Business war eine Affirmation, die ich mir aufgeschrieben habe, zu einem Zeitpunkt, wo ich überhaupt nicht wusste, wie das Ganze hier weitergeht. Ich meine, ich glaube, wir alle haben das manchmal, dass wir nicht wissen, wie wir in einer Situation umgehen sollen. Oder wenn es um das Business geht, dass man einfach manchmal so sehr an sich selbst am Zweifeln ist, dass man gar nicht weiß, ob man das Ganze schafft. Und dann war meine Affirmation, eine von meinen 10, 15 Affirmationen ungefähr, waren, ich kann das. Es war einfach, ich kann das. Und ich habe diese Affirmation jeden Tag vorgelesen, morgens und abends, wochenlang. Und eines Tages bin ich morgens aufgewacht, habe ganz normal meine Affirmation gelesen und habe sie quasi für mich laut einfach vorgelesen, so wie ein ganz normaler Morgen, mir nichts dabei gedacht, einfach meine Routine gemacht eben. Und dann kam ich bei dieser Affirmation an und habe diese Affirmation vorgelesen. Und das war dann wirklich das erste Mal, während ich sie vorgelesen habe, dass ich gespürt habe, dass ich weiß, dass ich das kann. Und dann wusste ich, okay, ich brauche diese Affirmation nicht mehr. Natürlich habe ich sie jetzt nicht direkt gelöscht, ich habe sie trotzdem jeden Tag weiter vorgelesen. Aber das ist genau der Punkt, wo wirklich Affirmationen auf einmal Sinn ergeben. Und genau deswegen ist wirklich mein tiefster Herzensratschlag, sage ich mal, an dich, mach dir wirklich diese Affirmation. Und es gibt so viele Dinge in diesem Business oder auch in verschiedenen Lebensbereichen generell. Wenn du jetzt vielleicht hier diesen Call schaust und du weißt gar nicht, was ich mit Business direkt die ganze Zeit meine, wenn du vielleicht gar nicht bei IAM bist, es gibt so viele verschiedene Lebenssituationen, wo du wirklich die Affirmationen einfach anwenden kannst. Auch bezogen auf Beziehung, vielleicht auf deine Fitness, vielleicht auf deine Gesundheit oder egal auf welchen Lebensbereich. Und das sind genau diese Dinge. Steve Jobs hat einmal gesagt, you can only connect the dots looking backwards, not looking forwards. Das heißt, alles, was passiert, ergibt vielleicht für dich jetzt noch keinen Sinn. Du wirst die ganzen Dinge erst im Nachhinein verstehen können und nicht, wenn du jetzt etwas machst, dann wirst du vielleicht noch nicht wissen, wofür du das machst. Und genau das sind Affirmationen. Vielleicht wissen wir einfach in der Theorie, weil uns das gesagt wurde oder weil wir es auf einem Mentorship-Call gehört haben oder uns das von unserer Upline vielleicht gesagt wurde, dass wir uns Affirmationen machen sollen oder so, wie ich es dir jetzt sage. Und wir wissen gar nicht den Grund dahinter und wir verstehen das gar nicht. Aber das ist genau wirklich eine Sache, warum ich dieses Beispiel mit dem Ich kann das wirklich gesagt habe, damit du wirklich einfach fühlst, wie es bei mir war. Und dass du es einfach umsetzt, damit du genau dasselbe fühlen wirst.
Vielleicht wird es in einer Woche passieren, vielleicht wird es in einem Monat bei dir passieren, vielleicht dauert es auch 2, 3 Monate. Aber eins kann ich dir sagen, wenn du es wirklich jeden Tag konstant machst, dann wird es definitiv passieren, dass du genau dasselbe spürst, was ich eben gespürt habe mit dieser einen Affirmation. Und was ich halt wirklich auch gelernt habe und selbst am eigenen Leib sehr, 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 sehr oft spüren durfte, ist, dass das Gesetz der Anziehung tatsächlich funktioniert. Manche von euch denken jetzt vielleicht, hey, natürlich funktioniert, das ist doch klar. Aber ich bin auch hier ehrlich mit euch. Am Anfang, als ich das so, wer von euch kennt überhaupt das Gesetz der Anziehung? Schreibt mal, habt mal eine 111 in den Chat, wenn ihr wisst, was mit dem Gesetz der Anziehung gemeint ist. So, das sind schon sehr, sehr viele. Wir sind 76 Mädels auf diesem Call und ich gehe jetzt mal davon aus, dass es jetzt nicht alle waren. Und das Gesetz der Anziehung, da kann ich dir einfach mal ein Buch empfehlen und zwar nennt sich das Buch The Secret. Das Ganze gibt es auch als Film, wirklich auf Netflix. Schau dir diesen Film unbedingt an. Schau dir wirklich unbedingt diesen Film an. Unterbrich deine Serie meinetwegen dafür, falls du bei IM bist, sage ich auch immer wieder. Schau The Secret und kündige danach dein Netflix-Abo, weil das brauchst du sowieso hier nicht. Und lies dir dieses Buch durch. Lies es auch gerne wirklich öfters durch, weil das ist wirklich ein Buch, das versteht man beim ersten Mal versteht man es wahrscheinlich schon. Aber beim zweiten Mal lesen, da verinnerlichst du das Ganze wirklich. Und da realisierst du dann wirklich, dass du vielleicht manche Situationen in deinem Leben schon hattest, wo das Ganze wirklich wahr geworden ist. Und genau das Ganze kann man auch wirklich auf das Thema Self-Talk beziehen. Weil genau so, wie du mit dir selbst redest oder genau das, was du denkst, weil Self-Talk ist ja nicht nur das, was du aussprichst, sondern auch das, was du denkst. Genau das, was du denkst, wird auch in den meisten Fällen eintreffen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt einfach mal ein Beispiel vom Business nehme, weil ich gehe mal davon aus, dass die meisten Mädels hier auch bei IAM sind und folgen können, was ich meine. Zum Beispiel, nehmen wir einfach mal an die Situation, dass ich zum Beispiel mit einer anderen, mit einem anderen Mädel oder egal mit wem, einfach über das Business rede. Irgendein Bekannter, der mich fragt, hey, was machst du da eigentlich jetzt genau? Ich habe irgendwie auf Insta gesehen, du hast deinen Job gekündigt, du machst die ganze Zeit irgendwas hier mit Trading und sowas. Was ist denn das eigentlich? Und genau diese Situation, sage ich mal, da wird es dann vielleicht, wenn du in deinem Kopf hast, die Person wird dich fragen, aber wo ist der Haken oder bist du, oder diese ganzen negativen Sachen wirklich, dieses, ja, bist du jetzt denn schon Millionär geworden, du machst das Ganze doch schon seit einem Jahr, wo ist denn deine Million jetzt auf dem Konto oder wo ist denn deine Rolex am Arm oder genau diese Dinge, wenn du quasi das in deinem Kopf hast und davon ausgehst, dass es kommen wird und davon ausgehst, dass die Person dich das fragen wird, ich sage dir, zu 99% die Person wird das auch fragen. Zu 99% wird es so passieren. Warum? Weil du so mit dir selbst redest. Das heißt, im Umkehrschluss, und ich habe das auch am Anfang nicht verstanden, das sind genau die Sachen, wo du das Ganze vielleicht nicht verstehst, aber erst wenn du diese Situation wirklich durchlebt hast, dann wirst du das Ganze nachvollziehen können. Und mir hat einmal jemand das so erklärt, dass du quasi das Gespräch automatisch unterbewusst aus Versehen in diese Richtung leitest, wenn du davon ausgehst, dass sich eine Person etwas Bestimmtes fragt, wie zum Beispiel diese, sag ich mal, ins Lächerliche ziehenden Fragen wie, wo ist denn jetzt dein Ferrari vor der Tür? Wenn du davon ausgehst, dass die Person dich das fragen wird, wirst du unterbewusst, ohne es wirklich zu wollen, auf diese Frage lenken. Du wirst die Person selbst dahin führen, dass sie diese Frage stellen wird. Und genauso kannst du wirklich mit deinen eigenen Worten, mit deinem eigenen Self-Talk zum einen wirklich diese Sachen vermeiden und zum anderen wirklich auch Leute in eine Situation bringen, wo das Gespräch einfach dahin quasi führt, was quasi für beide Gesprächspartner einfach am gewinnbringendsten ist oder einfach am meisten Mehrwert wirklich gibt. Und deswegen wirklich, ich will gar nicht zu viel darüber reden, weil wir gleich noch eine weitere Speakerin haben, die quasi ihre Perspektive auf das Ganze oder wirklich quasi einfach nochmal ein anderes Thema ansprechen wird. Deswegen möchte ich selbst gar nicht jetzt den Part so lange ziehen, aber wirklich als zwei wirklich To-Dos, die du direkt heute umsetzen kannst, bestell dir das Buch The Secret, das Geheimnis auf Deutsch oder schau dir den Film auf Netflix an. Ich persönlich habe tatsächlich beides gemacht. Das kann ich euch auch wirklich empfehlen, weil dann habt ihr zum einen den Film direkt geschaut, wisst direkt, worum es geht. Und könnt das Buch wirklich einfach mal ein bisschen mehr auf euch wirken lassen. Weil ich glaube, Bücher sind einfach immer noch mal intensiver als Filme. Und das wirklich zum einen als To-Do direkt und das andere To-Do. Schreib dir wirklich heute noch deine Affirmationen auf.
10 bis 15 Stück reichen. Du musst gar nicht ein komplettes DIN A4-Blatt vollschreiben. Und fang heute Abend unbedingt direkt damit an. Das sollte das Letzte sein, was du in deinem Kopf hast, bevor du einschläfst. Und der erste Gedanke, was in deinem Kopf sein sollte, bevor du aufwachst, nachdem du aufwachst. Und mit diesen Worten würde ich ganz gerne wirklich an die nächste Speakerin abgeben. Ich freue mich so krass auf ihren Part. Leute, wer gestern bei dem Woman Event dabei war, der weiß ganz genau, dass sie komplett alles auseinandergenommen hat, auf gut Deutsch gesagt. Also sie ist ja leider momentan in Portugal. Was heißt leider? Ich freue mich so sehr für dich, dass du in Portugal bist. Aber dadurch konnte sie leider nicht auf dem Event vor Ort sein. Und ich hatte vorhin kurz mit ihr telefoniert und sie hat auch gesagt, ja, ich wusste vorher nicht, ob das Ganze vielleicht so rüberkommt, was ich wirklich geplant hatte auf dem Event. Und ich kann wirklich sagen, es war perfekt. Es war einfach perfekt. Und da merkt man wirklich, dass die Energie von Menschen rüberkommt, egal ob man gerade irgendwie nur per Zoom dazu geschaltet ist oder ob man live da wirklich ist. Wenn es die richtigen Menschen sind und die richtigen Werte wirklich von außen transportiert werden, dann kommt diese Energie rüber. Und genau das ist das wirklich, wie ich sie kennengelernt habe. Und ich weiß doch ganz genau, das erste Mal habe ich dich gesehen, da war ich bei einem deiner wahrscheinlich wichtigsten Momente in deinem ganzen Leben dabei. Ich war nämlich bei dem Event von Daniel Ramos dabei, als er ihren Antrag gemacht hat. Und da mittlerweile, wenn ich so zurückblicke, bin ich extrem traurig, dass ich dich zu diesem Zeitpunkt noch nicht persönlich kannte, weil dieser Moment wahrscheinlich dann noch viel krasser gewesen wäre. Aber auch da wirklich, da habe ich wirklich gemerkt, also diese Frau wirklich, alles, was sie sagt, kommt so stark aus dem Herzen. Und jeder, der sie kennt, weiß, dass, also wirklich, ich kenne keine Frau, die so ein starkes Leadership mit so viel Demut hat, mit so viel wirklich Nächstenliebe und einfach alles für andere macht und sich selbst dabei komplett zurücknimmt. Deswegen, Sophia, ich bin dir so dankbar für alles, was ich schon von dir lernen durfte, für alles, was ich noch von dir lernen darf. Deswegen, Mädels, schaltet auf jeden Fall, wenn ihr jetzt noch nicht komplett eingeschaltet habt bei dem, was ich gesagt habe, dann spätestens jetzt. Und ich würde mit diesen Worten wirklich gerne an dich abgeben, liebe Sophia. Crazy. Danke erstmal für die lieben Worte. Ich werde ja direkt richtig rot. Mega süß. Ich danke dir auf jeden Fall echt von Herzen. Du bist auch mega, mega die tolle Person. Und es ist richtig schön auch, dass du sogar beim Antrag dabei warst, selbst wenn wir uns da noch nicht kannten. Und yes, ich bin auf jeden Fall blessed, hier auf diesem Call zu sein. Mädels, schreibt mal bitte in den Chat eine Skala von 1 bis 10, wie gut es euch heute geht, wie euer Tag heute war. 81 Ladies hier, wow, ich sehe nur 10, 9, 9, 10, 10, 10, 9, 9, 9, 10, 9, hey, stabil, sehr nice. So stelle ich mir das auf jeden Fall vor, richtig, richtig cool. Ja, für diejenigen von euch, die vielleicht noch nicht bei IAM sind oder mich noch gar nicht kennen, na, ich bin Sophia, bin 23, wie Yassi jetzt gerade gesagt hat, ich wohne jetzt mittlerweile seit, ich glaube, 3 Wochen oder so in Portugal und habe vorher in Düsseldorf gewohnt. Ich mache das Business schon seit 3 Jahren und es hat mein Leben komplett gechanged. Und ich habe auch für euch heute so ein paar Sachen, ja, die euch vielleicht einfach hier helfen auf eurem Weg. Und zwar Self-Confidence. Und ich glaube, dieses Thema ist sehr, sehr, sehr wichtig für eigentlich jeden von uns. Egal, ob du ein Business machst, egal, ob du Schülerin bist, egal, ob du Mama bist, ob du keine Ahnung hast, was du bist. Ja, für jeden Menschen auf dieser Welt ist dieses Thema auf jeden Fall Thema. Ja, weil ich habe einfach so gemerkt, na, es sind nicht unsere Fehler, die uns davon abhalten, irgendwas zu machen, sondern es sind unsere Ängste. Ja, und deswegen ist es mega wichtig, die zu überwinden. Und Self-Confidence ist einfach so der Glaube daran, dass wir alles erreichen können. Ja, der Glaube daran, dass es kein Skill gibt, ja, kein Magic Button oder so, den wir drücken und dann haben wir es einfach, ja, sondern es ist einfach der Glaube daran, alles zu erreichen, ja, weil eine Mentorin von mir, die hat mal gesagt, hey, die beste Person, die du sein kannst, bist du selber, ja, und deswegen sollten gerade wir Mädels uns nicht ständig vergleichen oder versuchen, irgendeine andere Person zu sein, die wir gar nicht sind, weil wir denken, dann wären wir besser, weil das stimmt gar nicht, weil die beste Person, die du sein kannst, bist wirklich du selbst. Und ich finde, gerade wir Frauen sollten uns das immer und immer und immer wieder in den, ja, in unser Kopf einfach rufen. Ja, und wenn ihr die Aufgabe jetzt von Yassi bekommen habt mit den Affirmationen, dann könnt ihr einfach draufschreiben, hey, ich bin die beste Person, die ich sein kann, zum Beispiel. Ja, weil das ist einfach a big, big fact. Ja, und deswegen ist es so wichtig, dass wir unseren Kopf, unser Mind, ja, und uns
selbst einfach nicht mit Fastfood füttern oder irgendeinem Scheiß, was uns nicht gut tut. Ja, so wie, keine Ahnung, Horrorfilme oder sowas. Das ist mega, mega scheiße. Mädels, hört damit auf jeden Fall auf. Na, sondern füttert es mit etwas, was euch gut tut. Wenn ihr einen Film schaut, dann schaut sowas wie The Secret. Na, lest ein Buch, keine Ahnung, sprecht euch Affirmationen vor, guckt euch gute YouTube-Videos an. Na, und füttert euch selber wirklich mit den Dingen, die euch wirklich gut tun und die gut für euren Körper sind. Weil euer Körper, ja, den behandelt ihr hoffentlich auch gut. Ihr macht vielleicht Sport, ihr macht Meditation, ja, ihr seid vielleicht Veggie oder keine Ahnung was. Ja, deswegen macht es auf jeden Fall auch mit dem da oben, weil der kann es wirklich gebrauchen, ja, glaub mir. So, und dafür sind zwei Dinge ganz wichtig. Und zwar musst du einmal wirklich genau wissen, wohin du in Zukunft möchtest. Das heißt, du musst genau wissen, wie soll meine Zukunft für mich aussehen? Was habe ich mir vorgestellt? Was will ich erreichen? Weil du kannst absolut alles erreichen. Und die zweite Sache, die du wirklich verstehen musst, ist, dass dein Jetzt nicht deine Zukunft ist. Na, dass dein Jetzt nicht deine Zukunft ist. Und dann, wenn du das wirklich verstehst und wenn du das wirklich veränderlichst, dann kannst du das wirklich alles erreichen, weil es ist wirklich mit allem so, ja, Hard Work beats Talent, zu 100%. Das sind vielleicht ein paar Mädels auf den Call, die vielleicht gut tanzen können oder sowas, die einfach das Talent dazu haben und das irgendwo im Blut haben, aber es gibt auch Mädels, die, wenn sie mehr Arbeit reinstecken, mehr Tanzstunden nehmen, üben, die trotzdem besser sein können als diese Leute, die mit diesem Tanzblut auch aufgewachsen sind und geboren sind. Na, das heißt, Hard Work beats Talent und man muss einfach üben, bis man darin eine Konfidenz entwickelt. Na, das Problem ist nur bei diesem Üben, bei dieser Wiederholung, dass manche es ungefähr 10-mal versuchen, manche versuchen es vielleicht 100-mal, na, aber die meisten, 99%, und das ist auch, warum die meisten in diesem Business hier nicht erfolgreich werden, ist, weil wir aufgeben, bevor wir überhaupt gut in etwas werden können. Das heißt, wir scheitern vielleicht einmal, wir scheitern vielleicht 10-mal, wir scheitern vielleicht 20-mal und dann sagen wir so, ey, ich habe keinen Bock mehr, ja, das ist nichts für mich, ich kann das nicht oder so. Und bevor wir überhaupt gut in einer Sache werden konnten, haben wir schon aufgegeben. Ja, aber deswegen lass mich dir einfach heute sagen, bis wir etwas perfekt können, bis wir wirklich einen Skill sehr gut können, egal was es ist, ja, brauchst du 1.000 bis 10.000 Versuche. 1.000 bis 10.000 Versuche. Deswegen stell dir einfach mal die Frage, okay, bin ich überhaupt bereit, in etwas 1.000-mal zu scheitern, bis ich darin Erfolg habe? War ein bisschen dunkel hier. Ich glaube, ich mache mal kurz Licht an, oder? Moment. One second. Okay, besser. Ich habe mich selbst nicht mehr gesehen. So. Genau, sehr gut. So, das heißt, stell dir einfach mal die Frage. Und ich habe jetzt zwei Wege, wie man sich Self-Confidence besser aufbauen kann. Ja, der erste Weg ist, dass wir es versuchen und kein Nein akzeptieren, bis wir es schaffen. Das ist der erste Weg. Das heißt, einfach nur Repetition, einfach nur Wiederholung. Machen, bis wir es können. Der zweite Weg ist Self-Talk. Ich sehe, ihr schreibt, vielleicht rede ich zu schnell, aber ja. Auf jeden Fall, der zweite Weg ist Self-Talk. Ja, und das ist genau unser Thema. Wie redest du mit dir selbst? Weil wenn ich mich zum Beispiel aus der Schule kenne, meine Mom ist auf dem Call, sie weiß auch, ich war jetzt nicht die beste Schülerin. Und bei mir war es immer so, wenn der Lehrer rumgelaufen ist oder wenn der Lehrer eine Frage gestellt hat, dann ist direkt mein Kopf nach unten. Und ich dachte mir im Kopf so, bitte nimm mich nicht. So, nicht ich. Und was passiert? Sophia, weißt du vielleicht die Lösung? So, das ist einfach, weil die Lehrer einfach eure Angst merken. Und ihr zeigt das, ihr strahlt das aus, indem ihr eine schlechte Körperhaltung habt, indem ihr den Kopf nach unten macht oder kein Augen- oder Augenkontakt vermeidet. So, und das ist einfach Self-Talk, das heißt, rede dir nicht ein, dass du etwas nicht kannst oder nicht willst oder so, weil unsere Firma heißt I am. Und egal, was du hinter I am steckst, es ist für dich die Wahrheit. Das heißt, wenn du, wie Yassi schon gesagt hat, wenn du hinter I am sagst, ich bin zu dumm, ich bin zu klein, ich bin zu dick, ich bin zu dünn, ich bin zu dies, ich bin zu das, dann ist es für dich so. Congratulations, dann ist es dein Leben. Wenn du aber sagst, ich bin schön, ich bin klug, ich bin smart, ich bin stark, ich bin confident, ich bin independent, keine Ahnung was,
Ja, dann congratulations, dann ist das dein Leben und du wirst es ausstrahlen. Ja, weil wie oft reden wir selber uns ein, vor allen Dingen wir Mädels, deswegen habe ich das Thema auch ausgewählt, wie oft reden wir selber uns ein, dass wir etwas nicht schaffen? Wie oft machen wir das? Aber ich sage es euch ehrlich, ja, es gibt genug andere, die das tun. Es gibt viele von den Eltern, meine Mama Gott sei Dank nicht, ja, aber es gibt viele Eltern, die dir immer und immer wieder über deine ganzen Jahre als Kind, als Jugendliche, als Erwachsene sagen, du kannst etwas nicht, du bist nicht gut genug für etwas. Es gibt Lehrer, die dir das einreden, es gibt Freunde, die dir das einreden. Warum solltest du es selber noch tun? Nein, so, nein, safe nicht. Sag dir selber, ey, ich bin die beste Person, die ich sein kann. Und dann ist es kackegal, was andere über dich sagen. Solange du von innen drin weißt, dass du die beste Person für dich bist, dann ist alles perfekt. Das heißt, es gibt so viele andere, die dir einreden, dass du etwas nicht kannst. Also musst du selber damit aufhören. Okay? So. Mohammed Ali. Schreib mal in den Chat, wenn du Mohammed Ali kennst, schon mal gehört hast, schon gesehen hast oder so. Okay, Gott sei Dank, ich dachte nur zwei. Okay, ein paar schon. Ja, ist ein Sportler, vielleicht wissen wir Mädels nicht so Bescheid, keiner weiß. Aber Mohammed Ali hat in einem Interview zwei Gründe für den Erfolg genannt. Und das sind genau diese Gründe, die ich gerade genannt habe. Einmal die Wiederholung und einmal der Self-Talk. Das heißt, er hat in seinem Interview gesagt, er nimmt sich jeden Tag, und das gehört zu seinem Training, weil gefühlt sein Tag besteht oder bestand aus Training. Na, das heißt, er nimmt sich jeden Tag Zeit für Self-Talk. Das heißt, wenn du eine Routine hast oder so, bau das auf jeden Fall mit ein. Dass du dich, es ist vielleicht weird, vor allen Dingen für die Mädels, die noch nicht bei AM sind und sich so denken, was passiert hier gerade. Gerade für euch ist es vielleicht weird, aber stellt euch wirklich mal vor den Spiegel, wenn ihr nicht so selbstbewusst seid, stellt euch vor den Spiegel und sagt einfach mal, hey Mara, du bist schön. Ja, hey Christina, du bist stark. Hey Caro, ja, du bist nett. Hey Jasmin, du bist liebevoll. Sag dir das einfach mal wirklich in dein Gesicht. Es ist am Anfang weird, aber es wird Wunder bewirken. Du wirst es merken, es wird Wunder bewirken. Ja, und das hat er auch gemacht. Das heißt, sein Satz war, ich bin der Beste. Er hat sich immer vor seinem Kampf gesagt, ich bin der Beste, ich bin der Beste, ich bin der Beste. Ja, Drake, sein Satz zum Beispiel ist, ich bin unbesiegbar. Wenn ihr mal von Drake so ein paar Dokumentationen und so anguckt, dann seht ihr das auch. Er sagt sich immer vorher, er hat einen Typ, vielleicht habt ihr das schon mal gesehen, dieses Video, bevor er auf die Stage geht, bevor er anfängt mit seinen Konzerten, hat er jemanden, den er angestellt hat wahrscheinlich, der ihn vorher anschreit und rüttelt und so richtig Energy gibt und sagt, du bist der Beste, du bist der Beste. Und dann sagt er, ich bin der Beste oder ich bin unbesiegbar, was bei ihm genau. Ich bin unbesiegbar, das klingt für uns richtig weird, aber es hilft, weil er einfach jedes einzelne Konzert danach abreißt. Na, das heißt, wie gesagt, nicht wundern, wenn du sagst, dass du etwas nicht kannst und dann scheiterst. Ja, weil so oft glauben wir selber nicht an uns und wir probieren etwas, wir scheitern und dann regen wir uns darüber auf, dass wir gescheitert sind. Ja, dabei war es ja eigentlich klar, weil wir uns das von Anfang an eingeredet haben. Ja, das heißt, es gibt zum Beispiel für diejenigen, die bei IAM sind, es gibt hier Tausende, Hunderttausende von Menschen. Warum bist du die eine, die Cheerleading geht? Warum bist du die eine, die das ganze Game auseinandernehmen wird? Warum? Du musst es dir selbst sagen, weil sonst sagt es dir keiner. Ich meine, ich hoffe, dass dir jemand sagt, aber du darfst nicht darauf zählen. Das heißt, sag es dir wirklich selbst. Sag dir selbst, ey, ich bin die Beste. Weil es gibt einen großen Unterschied zwischen Ego und einem Selbstwertgefühl. Wenn du dir selbst sagst, ich bin die Beste, dann hat das nichts mit Ego zu tun. Ja, du brauchst dir keine Sorgen machen. So, du musst dir einfach nur bewusst machen, dass du nicht irgendwer bist. Dass du nicht irgendwer bist. Du bist nicht eine von Abermillionen Mädels da draußen. Bist du nicht. Dich gibt es nur einmal. Gott hat jeden Menschen auf der Welt nur einmal geschaffen, mit ganz besonderen Talenten. Und du hast auch eins, jeder hat eins. Ich kann auch nicht gut singen, tanzen oder malen, aber es gibt noch so viele andere Dinge da draußen, die man gut kann. Das heißt, find einfach dein Talent und mach dir wirklich bewusst, dass du nicht eine von Millionen bist, sondern dass du die eine bist. Du bist die eine, die die ganze Welt verändern kann. Du bist die eine, die Menschenleben verändern kann. Das ist krass, Mädels. Was ihr hier habt, ist wirklich krass. Das heißt, macht euch das wirklich bewusst, weil wir sind...
Wir sind Leader, jede von uns. Egal, ob du bei IAM bist, egal, ob nicht, egal, ob du mit Menschen überhaupt zu tun hast, du bist Leader. Egal, ob du auf der Arbeit vielleicht Erzieherin, sagen wir mal Erzieherin, vielleicht gibt es hier die eine oder andere, die mit Kindern arbeitet oder so. Für diese Kinder bist du die Leaderin. Vielleicht bist du für dich zu Hause die Leaderin, so wie meine Mutter. Ja, ich nehme sie jetzt so oft als Beispiel, weil ich sie hier gerade sehe. Meine Mutter war auch im Haushalt eine Leaderin, bei uns zu Hause eine Leaderin, weil die Kinder auf sie hochgeschaut haben. Das heißt, wenn du vielleicht schon eine Mami bist, dann bist du auch eine Leaderin. Wenn du mit Menschen arbeitest, bist du sowieso eine Leaderin. In der Schule, du bist vielleicht Klassensprecherin, bist auch eine Leaderin, wer weiß. Jede von uns ist eine Leaderin. Und wenn wir einfach diesen Value, wenn wir das einfach ausstrahlen, dass wir die eine sind, die unsere Familie verbessern kann, die unsere Schule, unsere Freunde, unsere Umwelt, alles, wir können alles verbessern. Wenn du das ausstrahlst, dann wird sich alles für dich changen. Okay? Das heißt jetzt, der letzte Punkt, der aber auch mega wichtig gerade für uns Mädels ist, na, ist, dass selbstsichere Menschen Feedback positiv interpretieren. Das heißt, ich habe ein Beispiel. Ich denke, damit können sich die meisten Mädels identifizieren. Sagen wir einfach mal, wir sind jetzt hier in diesem Zoom. So, sagen wir einfach mal, ich merke, okay, im Zoom ist es ein bisschen schwierig, man weiß ja nicht, wer wen anguckt. Aber okay, dann sagen wir treffen uns alle so. So, auf dem Girls Event zum Beispiel, wer gestern von euch da war. Sagen wir einfach mal, ich hätte jetzt ein goldenes Glitzerkleid an. So, ich habe ein goldenes Glitzerkleid an. Und jetzt kommt Katharina zu mir und sie guckt mich so an. So, jetzt kann ich das so identifizieren und das machen die meisten Mädels von uns. Scheiße, Katharina findet mein Kleid hässlich. Fuck, Mann, die geht jetzt bestimmt zu allen anderen und sagt denen, dass mein Kleid voll hässlich ist. Habe ich vielleicht übertrieben? Ist es vielleicht too much? Sollte ich mich vielleicht umziehen? Soll ich vielleicht schnell in die Stadt gehen und mir ein neues Kleid kaufen? Das ist das, was in unseren Köpfen die ganze Zeit abgeht, aber das ist Bullshit, ohne Scheiß, weil es kann sein, dass Katharina mich so angeguckt hat, weil sie sich denkt, Alter, das ist das krasseste Kleid, was ich in meinem Leben gesehen habe. Ich sollte sie fragen, woher sie das hat, weil ich will das unbedingt auch haben. So, aber warum denken wir immer direkt das Negative, wenn uns jemand nur anguckt? Warum denken wir, wenn jemand flüstert, scheiße, Mann, die lästern über mich? Warum denken wir nicht, boah, die reden gerade bestimmt darüber, wie ich ihr geholfen habe oder so? Das heißt, selbstsichere Menschen interpretieren Feedback positiv. Und das ist so wichtig für unser Leben, dass wir nicht immer direkt denken, fuck, die reden über mich, die denken scheiß über mich. Wenn ich aus diesem Raum gehe, dann bin ich bestimmt Gesprächsthema Nummer eins oder was weiß ich. Das ist nicht so. Das ist überhaupt gar nicht so. Meistens sind wir nicht mal so. Wir sagen immer, ja, Mädels, ich bin nicht mit Mädels, weil das sind voll die Zicken. Das stimmt gar nicht. 80% von meiner ganzen Orga sind Mädels und da gibt es gar keinen Zickenkrieg. Null. Jeder supportet und liebt sich. Es fuck. Und deswegen, Mädels, es gibt das alles nur in unserem Kopf. Es gibt das alles nur in unserem Kopf. Wir müssen das unbedingt, unbedingt, unbedingt loslassen. Deswegen lass mich dir noch eine letzte Sache mitgeben. Ja, das hat gestern eine Charity aus... Eleni war das, glaube ich. Ja, aus Miami hat sie gesagt. Und zwar hat sie gesagt, dass sie realisiert hat, dass Gott ihr diese Chance gegeben hat. Und das möchte ich jetzt auch dir sagen, egal ob du bei IAM bist oder nicht, du hast hiermit, dass du auf diesem Call bist, eine Chance erhalten. Ja, und Gott hat dir diese Chance gegeben. Nicht deiner Mutter, nicht deiner Schwester, nicht deiner besten Freundin, sondern dir. Du hast diese Chance. Und was du jetzt daraus machst, ist deine Sache. Aber ich hoffe, dass du das Beste daraus machst, weil du verstehst, dass es von Gott gegeben ist. Und Gott gibt dir niemals etwas, was du nicht gebrauchen kannst. Ja, das heißt, mach dir das bewusst. Und für alle Mädels, die noch nicht bei IAM sind, ja, und wenn du jetzt sagst, okay, krass, ich habe jetzt irgendwie voll viel lernen können und das ist jetzt nicht nur so, das gibt es hier überall. Das heißt, sie können mega, mega viel lernen. Und wenn ihr sagt, hey, irgendwie, ich will auch so mein Selbstbewusstsein aufbauen, ich will auch mit anderen Mädels sein und so weiter und so fort, in einer Viertelstunde findet ein Workshop statt von einer Geschäftspartnerin von uns und die präsentiert das ganze Business, was wir machen. Das heißt, wenn du noch gar nicht weißt, was wir so machen und du willst ja einfach
einfach mal so reinschnuppern und einfach mal gucken, wer da vielleicht so drauf ist und was wir genauso machen und warum wir alle so positiv sind, ja, wie die ganzen Mädels da draußen es nicht sind, dann schau da einfach gerne mal rein, ja, schreib einfach der Person, die dich hier eingeladen hat, ja, und sie schickt dir einfach einen Link durch. Ansonsten, wenn du in der Gruppe bist, der Link kommt in die Gruppe, klick einfach drauf, ist genauso über Zoom wie hier und dann kannst du dir das Ganze sehr, sehr gerne mal anschauen. Ansonsten würde ich sagen, nächste Woche ist wieder der nächste Call. Wir haben ihn, wie gesagt, jede Woche um 18 Uhr. Ja, genau, 18 Uhr. Hier ist eine Stunde vorher, deswegen genau um 18 Uhr. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch, dass ich hier speaken durfte. Ich hoffe, ihr konntet auf jeden Fall was lernen. Danke dir, Yassi, für deinen Part. Und ansonsten würde ich sagen, macht euch noch einen wunderschönen Sonntag. Ciao, ciao.